Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute geht es mal um einen etwas anderen Haul, sag ich jetzt mal. Und zwar habe ich in meinem Bad komplett alle Produkte raus, weil ihr kennt es mit Sicherheit, da kommt ein neues Shampoo, da kommt ein neues Duschgel, da kommt ein neues irgendwas, eine Creme oder sonst irgendwas dazu. Und es wird immer voller, man verliert den Überblick. Und ja, so ist es auch bei mir. Also es sind einfach viel zu viele Produkte im Bad gewesen. Und ja, ich habe eine Menge und es ist auch alles doppelt. Und mein Ziel ist es ja für dieses Jahr auf jeden Fall, viele Produkte aufzubrauchen, weil es einfach viel zu viel ist. Und deswegen möchte ich auch nicht mehr so viel nachkaufen. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal hier in einem Regal einfach alle Produkte, die ich im Bad hatte, eingeräumt. Und habe mir jetzt mal einen Korb voll Produkte hier zusammengestellt. Der kommt praktisch wieder ins Bad. Das sind alles Produkte, die man so braucht. Shampoo, Duschgel und so weiter. Und die zeige ich euch jetzt gleich auch einmal, was ich alles für den Monat Juni hier mir so rausgesucht habe, mir überlegt habe zu verwenden. Und wie gesagt, das kommt ins Bad. Und mein Ziel ist es halt nur, mich aus diesen Produkten zu bedienen. Einfach um halt die Produkte zum einen aufzubrauchen, um nichts zu vergessen und damit ich halt bei einem Produkt kontinuierlich bleibe. Weil so nehme ich mal das, nehme ich mal das, nehme ich mal hier und ja. Und auch um den Überblick zu haben, was habe ich denn eigentlich alles? Weil es ist wirklich eine Menge und ich habe 5 Deos, ich habe 3 Cremes und so weiter. Also schon eine Menge und das sind jetzt die Produkte, die möchte ich den Monat verwenden, versuchen nach aufzubrauchen. Es kann sein, dass ich die dann im Monat Juli auch weiterhin verwenden werde, aber das sehen wir dann im nächsten Video. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Produkte, was ich mir alles so rausgesucht habe, was ich verwenden möchte. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Video sagt, ob ihr auch ähnlich das Ganze handhabt oder wie verwendet ihr die Produkte, wie behaltet ihr den Überblick, würde mich mal sehr interessieren. Deswegen schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Für Tipps und Tricks bin ich jederzeit bereit. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Produkte. Beginnen wir, würde ich sagen, mit Duschgel. Da habe ich mir jetzt, ich glaube, 5 Stück rausgesucht. Ja, das ist einmal hier von Alverde, das Wohlfühlmoment mit Bio-Lavendel und Olivenöl. Da ist nicht mehr viel drin, also es ist fast leer. Das heißt, den Monat müsste ich das leer bekommen, sollte dann aufgebraucht sein. Und ja, das ist auch ein Grund, warum ich mir so viele Duschgele rausgesucht habe. Denn das nächste, das verwende ich auch gerade aktuell in der Dusche, ist dieses hier von Garnier Ultradox. Das kriegt man übrigens nicht in Deutschland. Das habe ich damals in Luxemburg gekauft. Aber der Duft ist so mega gut. Also richtig tolles Duschgel. Und ja, auch das ist fast leer. 2-3 Mal duschen noch und dann ist es auch leer. Ja, hier ist noch ein bisschen mehr drin. Und zwar bei dem Wohlfühlcreme-Dusche Waldbeerenduft. Da ist, glaube ich, noch ungefähr bis hier noch gefüllt. Ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Also sehr fruchtig. So, ja, die dunklen Beeren riecht richtig lecker, ist eine tolle Dusche, tolle Körperpflege übrigens auch und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann ein Duschgel hier von Axe, das Unity, das ist das für Frauen mit Veilchen und Zedernholznoten. Also das ist halt so ein frischer Duft, finde ich auch sehr, sehr gut und muss halt zwischen den ganzen ja, fruchtigen und Lavendeldüften und so weiter auch einfach mal sein, einfach was einigermaßen neutrales, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich hier noch eins rausgesucht, das habe ich jetzt noch gar nicht verwendet, und zwar Wassermelone Ylang Ylang Duft, das Fiji. Das gab es ja letztes Jahr und ja, das ist halt einfach so ein Sommerduschgel und deswegen darf das jetzt natürlich im Juni nicht fehlen. Und das letzte, was ich mir rausgesucht habe, ist hier eine kleine Größe, und zwar Bio Minze und Bio Bergamotte von Alverde. Ist einfach auch nochmal so ein frischer Duft und ja, durfte deswegen mit für diesen Monat in mein Bad ziehen. Ja, dann habe ich mir noch Produkte zum Baden rausgesucht und da habe ich mir einmal von TTSEP das Gelenke- und Muskelbad hier rausgesucht. Da ist auch nicht mehr viel drin. Ich glaube noch ein Bad und dann ist es aufgebraucht. Einfach so nach dem Sport verwende ich das sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier noch dieses Zoella, die Badebrase. Da ist auch nicht mehr viel drin. Also man sieht, es ist jetzt noch 2 Bäder oder so und dann ist es auch leer, deswegen kommt das jetzt auch mit ins Bad. Und dann habe ich mir noch so 4 Badezusätze rausgesucht.
Einmal Lieblingszeit Kirschblüte hier vom Kneipp. Auch ein richtig toller Duft. Von Dresden Essenz habe ich mir der perfekte Moment Pflegebad mit fruchtig warmen Duft rausgesucht. Und dann habe ich mir einmal hier von Tracking Moon noch das Frizzy Prosecco Party rausgesucht, der Feierabend Badeschaum. Und von TTZ das Baderitual Pflegebad und Körperpeeling. Das darf auch einmal mit ins Bad ziehen. Dann habe ich hier noch zwei Körperpeelings, da ist auch jeweils nicht mehr viel drin. Einmal hier vom Balea aus dem Adventskalender mit Mandelblütenduft. Das dürften jeweils so eine Anwendung sein. Und hier von Kiehl's die Soy Milk and Honey Body Polish. Also der Duft ist wirklich richtig, richtig gut. Und ja, die dürfen dann praktisch auch einmal mit ins Bad ziehen. Ja, dann habe ich mir hier einmal von Tracklemoon den Happy Melon Sorbet Body Lotion rausgesucht. Das ist diese hier. Die ist auch ungefähr noch bis zur Hälfte voll, dann ist die auch leer. Ja, dann machen wir mit den Haarprodukten weiter. Und da habe ich hier einmal von Botanicals Fresh Care der Lavendel beruhigende Shampoo. Ja, das ist ungefähr noch bis hierhin gefüllt, also ist auch schon gut aufgebraucht. Ist ein richtig tolles Shampoo übrigens. Dann, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mir die Haare färben lassen. Und da habe ich mir einmal einen neuen Conditioner mitgenommen, einfach um die Farbpigmente ein bisschen länger im Haar zu behalten. Der ist extra für koloriertes und getöntes Haar, hat einen UV-Filter mit drin. Und ja, deswegen werde ich den momentan mehr verwenden als die anderen Produkte, die ich habe. Auch was ich noch für die Haare verwenden werde, ist ein Aufbaukonzentrat. Einfach dadurch, dass jetzt durch die Färbung meine Kopfhaut schon ein bisschen gereizt ist und ich einfach hier dann einfach so eine Pflege mit reingeben möchte. Und das ist hier für trockenes Haar und Kopfhaut. Sprüht man sich praktisch einmal in die Kopfhaut rein und in die Haare und pflegt dann natürlich auch dementsprechend. Ja, noch ein Haarprodukt habe ich mir herausgesucht und zwar von Botanicals Fresh Care, dieses Carmelina Seidigkeitsritual, einfach eine Haarmaske. Die habe ich jetzt schon eine Zeit lang und deswegen wird es Zeit, dass ich die aufbrauche. Ja, deswegen darf die mit ins Bad rein. Ja, bleiben wir bei den Haarprodukten. Da habe ich einmal hier noch ein Trockenshampoo von Rossmann, das Coconut Kiss. Da muss ich sagen, da quäle ich mich schon relativ gut durch. Ja, es ist nicht gerade das beste Trockenshampoo auf der Welt. Aber es wird aufgebraucht und dann auf jeden Fall nicht mehr nachgekauft. So, ich habe jetzt nochmal auf manuellen Fokus umgestellt, aber mit dem Autofokus, der reagiert so schnell, dass das dann ständig verschwommen ist. Und ich hoffe, es ist jetzt besser. Und ja, ich habe mir noch ein Trockenshampoo rausgesucht und zwar von Batiste, das Trockenshampoo Heavenly Volume. Das ist dieses hier. Muss ich ehrlich sagen, ich bin mir da echt nicht sicher. Also ich finde es jetzt auch nicht so Bombe. Also die anderen Batiste-Trockenshampoos sind besser. Das verklebt irgendwie so die Haare so ein bisschen. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Genau, bleiben wir, wie gesagt, bei den Haaren. Da habe ich mir jetzt einmal nochmal einen Schaum rausgesucht hier von L'Oréal El Net. Den habe ich auch schon wirklich eine Zeit lang. Und deswegen wird es Zeit, dass ich den jetzt einfach mal aufbrauche. Und einmal ein Haarspray. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir noch eine zweite Flasche raussuche, weil das doch relativ leer ist. Das benutzt auch mein Freund mit. Also ich bin jetzt nicht so der Haarspray-Verwender. Ja, aber mein Freund verwendet das sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen macht er jetzt Autofokus oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, auf jeden Fall kommt das mit ins Bad. Was auch auf jeden Fall mit ins Bad kommt, ist hier von Rexona Maximum Protection die Deo-Creme. Die ist fast leer, die reicht nicht mehr für den ganzen Monat. Deswegen habe ich mir gleich noch eine zweite hier mit rausgeholt. Ja, die verwende ich einfach abends, bevor ich ins Bett gehe und hilft dann praktisch den ganzen Tag über einfach nochmal den Schutz, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir nochmal ein Deo rausgesucht, Adidas. Also ich verwende, bevor ich Sport mache, nochmal gerne ein Deo, einfach nochmal zur Sicherheit. Deswegen durfte das mit. Und Deos, die ich unter den Achseln überhaupt nicht gerne verwende, verwende ich als Schuhdeo. Und da darf das hier mit rein. Wird einfach dann praktisch mit in die Schuhe gesprüht. Ja, ich habe hier noch ein Haarprodukt vergessen. Und zwar hier von Sean Frieda das Luxurious Volume Inner Power Konzentrat. Das gibt man sich an den Haaransatz
und massiert man sich so ein und sorgt halt dafür nochmal, dass die Haare ein bisschen gekräftigt werden, oben am Ansatz, und ja, funktioniert ganz gut. Deswegen verwende ich das auch. Und ich habe noch mehr Produkte für die Haare, Leute. Den Leave-In Conditioner, da ist fast nichts mehr drin. 2-3 Anwendungen noch, dann ist der leer. Deswegen kommt der mit ins Bad. Und ein Öl nehme ich mir wieder her. Einfach dadurch, dass ich die Haare ja, wie gesagt, gefärbt habe, brauchen die ein bisschen mehr Pflege. Und deswegen verwende ich hier so gerne ein Haaröl. Ja, dann habe ich hier noch eine Waschlotion für den unteren Bereich. Die darf natürlich auch nicht im Bad fehlen. Und jetzt kommen wir... Nein, eins habe ich noch für die Füße. Mousse to Oil Pflegeschaum, ja, Fußschaum, Fußcreme. Ja, das warme Wetter geht los. Das heißt, offene Sandalen. Und es wird auf jeden Fall Zeit, jetzt die Füße zu pflegen. Da habe ich das Produkt. Und noch eins, und zwar hier diesen Strumpf. Einfach nochmal zur zusätzlichen Pflege für die Füße. Genau. So, jetzt kommen wir aber zu den Gesichtsprodukten. Da habe ich auch einiges mir rausgesucht. Ja, würde ich sagen, fangen wir mit der Gesichtsreinigung an. Da habe ich mir einmal hier von Garnier meinen Augen-Make-up-Entferner rausgesucht. Wie ihr seht, da ist fast nichts mehr drin. Deswegen gleich auch die zweite Flasche mit ins Bad. Noch eins zum Reinigen fürs Gesicht ist hier der Qeshi Double Effect Make-up Remover. Den hatte ich den denn drin? Ich glaube, in der Glossy Box oder so war der mal drin. Und ja, der wird jetzt aufgebraucht. Das sollte für den Monat reichen. Ups. Dann habe ich hier noch einmal den Skin Toner mit Manuka Honig von Lovely. Genau, der soll ja die Haut einfach nochmal von abgestorbenen Hautschuppen und so weiter entfernen. Und den verwende ich jetzt nicht jeden Abend, aber so alle 2-3 Tage kommt der dann praktisch aufs Gesicht. Und nochmal einen Reinigungsschaum hier von Douglas, der ist auch fast leer. Sollte den Monat auf jeden Fall dann leer werden. Was auch auf jeden Fall nicht in meiner Pflegeroutine fürs Gesicht fehlen darf, ist hier dieses Rosenwasser von Rosenz. Das verwende ich wirklich sehr, sehr gerne. Einfach nochmal zum Abschluss von der Gesichtsreinigung gehe ich damit nochmal drüber, morgens und abends. Und ja, mag ich einfach. Ich habe einfach ein gutes Gefühl. Der bereitet einfach meine Haut nochmal gut vor. Und ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich das hier verwende, weniger Pickel habe. Und deswegen verwende ich das einfach sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich mir hier nochmal rausgelegt so Augengel-Pads. Die sind nämlich, glaube ich, ja, 6,19 laufen die ab. Das heißt, es wird allerhöchste Zeit, die jetzt mal zu verwenden. Da ist auch nur noch eine Anwendung drin. Dann ist das Ding leer. Und ja, ich denke, das kann ich aber jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall gut gebrauchen. Bleiben wir einfach mal bei den Masken, die ich gerne den Monat verwenden möchte. Hier einmal die Augenmaske Hyaluron und Gurkenextrakt. Den möchte ich gerne aufbrauchen. Genauso wie die Maske hier von Rossmann. Die war eine Limited Edition 2017, Leute. Wir haben 2019, also wirklich schon eine Zeit lang hier in meinem Vorrat. Und ja, ist einfach eine ganz normale Maske. Kokos, Ananas und Shea Butter. Und ja, darf natürlich jetzt mal verwendet werden. Dann habe ich mir noch eine Lippenmaske rausgesucht. Hier von Balea, die Hydrogel-Lippenmaske. Von Cardia Vera die Panda-Tuchmaske. Von Isana die Tokio-Tuchmaske. Dann haben wir hier einmal von Biotolin eine Gesichtsmaske, die die Gesichtsfalten reduzieren soll. Von Neutrogena eine Illuminating Boost Maske. Und von Sephora habe ich mir hier einmal eine Handmaske noch rausgesucht. Ja, dann habe ich hier noch eine Maske, und zwar von Kiehl's, die Rare Earth Deep Pore Cleansing Maske. Ja, das ist einfach eine ganz normale Maske. Und die möchte ich jetzt auch gerne aufbrauchen und vor allen Dingen einfach nochmal, um das Gesicht einmal die Woche so richtig schön zu pflegen, zu reinigen. Und ich habe mir hier von Barbo noch rausgesucht, Something's All You Need is an Ampoule. Und da ist noch genau eine Ampoule drin, das heißt, die wird jetzt auch demnächst aufgebraucht. Ja, dann habe ich mir hier zwei Augencremes rausgesucht, einmal von Clinique, die All About Eyes Rich.
Die verwende ich in der Früh. Und dann habe ich hier einmal von Kiehl's die Midnight Recovery Eye Cream. Die verwende ich abends. Genau. Dann, was ich mir jetzt auch wieder rausgelegt habe, ist hier dieses Selbstbräunerkonzentrat von Sundance DM. Verwende ich fürs Gesicht, verwende ich für den Körper, verwende ich für alles. Also ich tue die einfach in meine Bodylotion auch mit rein mischen und ich finde, das funktioniert für den ganzen Körper genauso gut wie für Gesicht und Hals. Und ja, deswegen darf das jetzt wieder nicht fehlen und wird jetzt hoffentlich den Sommer auch aufgebraucht. Ja, dann habe ich mir ein Serum hier rausgesucht von Lancôme. Das ist so eine Probegröße einfach von diesem Youth Activating Konzentrat. Ja, das habe ich mir rausgesucht. Dann noch ein Hyaluron-Booster, den hatte ich auch mal in der Box drin von Diadermin. Der kommt dann praktisch einfach mit ein, zwei Tropfen mit in die Tagescreme rein. Und dann habe ich mir hier von Barbour noch die Hyaluroncreme rausgesucht. Da dürfte auch nicht mehr allzu viel drin sein. Einfach nochmal, um die Haut wirklich schön mit Feuchtigkeit zu versorgen. Ja, und dann die letzten beiden Produkte habe ich mir hier einmal von Biotherm die Blue Therapy Nachtcreme rausgesucht. Und die ist relativ neu, weil meine andere Gesichtscreme leer geworden ist. Von Garnier Bio, der Bio Lavendel Antifalten Feuchtigkeitspflege. Und die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die hat einen richtig schönen Lavendelduft. Mag ich sowieso so gerne Lavendel. Und ja, finde ich richtig gut. Und ja, das sind jetzt alle Produkte, die ich mir für den Monat rausgesucht habe. Und es ist wirklich schon eine Menge, wenn man es mal überlegt. Und Leute, ich habe die dreifache Menge im Bad stehen gehabt. Ja, und theoretisch müsste das eigentlich alles reichen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich vergessen hätte. Glaube ich, hoffe ich. Man wird sehen. Man wird es auf jeden Fall sehen. Wenn ich sage, irgendwas brauche ich noch, dann hole ich mir das natürlich raus. Aber an sich müssten die Produkte eigentlich reichen für den ganzen Monat. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr auch das gleiche Problem habt wie ich. Ob ihr auch solche Badezimmerleichen teilweise habt. Also ich habe auch einige Produkte wirklich schon aussortiert. Die seht ihr natürlich im Aufgebraucht-Video. Und ja, es ist doch schon wirklich eine Menge, wenn man es mal so überlegt. Ne? Also wenn ich überlege, ich habe jetzt hier so einen kleinen Tisch vor mir und der ist eigentlich voll und ich habe fast die dreifache Menge im Bad stehen gehabt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und so kann man sich auf die wichtigsten Produkte fokussieren. Man verbraucht die Produkte dann auch auf. Also man sammelt natürlich dann nicht so viele Produkte an. Weil ich bin auch so ein Mensch, wenn Produkte fast leer sind, dann bleiben sie irgendwie stehen, obwohl man sie eigentlich aufbrauchen könnte. Aber ja, dann kommt das nächste neue Produkt und man möchte es natürlich verwenden. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall Ziel für dieses Jahr, weniger nachzukaufen, weniger neu zu kaufen und sich auf die Produkte zu beschränken, die man hier im Vorrat hat. Und ja, irgendwann kommt natürlich der Punkt, da muss ich dann auch mal nachkaufen. Aber, oder ich möchte mir einfach auch gerne was kaufen, das gibt es natürlich auch. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen, wenn ich sage, ich möchte jetzt das Duschgel unbedingt haben, was so gut riecht, dann kaufe ich mir das halt, dann ist es halt so, ne? Aber so im Großen und Ganzen möchte ich eigentlich versuchen, mit den Produkten, die ich hier im Vorrat noch habe, erstmal die aufzubrauchen. Spart natürlich auch einen Haufen Geld, muss man natürlich auch dazu sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, habt schöne Tage und viel Spaß. Tschüss!